Hallo, ich möchte heute einen Schokoladenstreuselkuchen backen. Dafür benötigen wir 350 Gramm Mehl, 130 Milliliter Milch, 130 Milliliter Öl, 50 Gramm Schokoladenstreusel, 130 Gramm Zucker, ein Päckchen Backpulver und zwei Eier. Zuerst werden die Eier mit dem Zucker in einer Schüssel verrührt. Anschließend werden die restlichen Zutaten, also Mehl, Schokoladenstreusel, Backpulver, Milch und Öl, ebenfalls hinzugegeben und verrührt. Jetzt wird eine Kastenform eingefettet, der Teig dort hineingefüllt und das Ganze dann bei 180 Grad für ca. 25 Minuten gebacken.